Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei dieser Ausgabe von Let's Preview World of Warships, so würde ich es fast nennen. Und zwar seht ihr hier ein Schiff, das es so erst im Client gibt und sonst aber noch nicht wirklich selber zu spielen, den Tier 8 Premium Kreuzer Michael Kutusow. Dazu will ich euch natürlich mal wieder was verraten. Und zwar gehen wir erstmal auf den guten alten Wikipedia-Eintrag. Und zwar ist die Michael Kutusow ein leichter Kreuzer der Swerdlov-Klasse in der Schwarzmeerflotte der sowjetischen Marine. Benannt ist das Schiff nach dem russischen Generalfeldmarschall Michael Kutusow. Sie ist das letzte verbliebene Schiff ihrer Schiffsklasse und seit dem Jahr 2002 ein Museumsschiff am Ostufer des Schwarzen Meeres in Novorossiysk. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Wie sind die realen Werte von dem Schiff? Die Baunummer war 385, die Kiellegung am 23. Februar 1951, der Stapellauf am 29. November 1952. Also wir sehen das Museumsschiff 2002 schon über 60 Jahre alt. Die Indienststellung erfolgte am 21. Januar 1985 und die Außerdienststellung war 1987, also 32 Jahre hat sie dann gedient. Die Länge sind 210 Meter von vorne nach hinten. Die Breite sind 23 Meter. Der Tiefgang hat maximal 7,3 Meter betragen und die Verdrängung waren 16.340 Tonnen. Die Besatzung waren stolze 1.200 Mann und die Höchstgeschwindigkeit hat 35 Knoten betragen. Jetzt gucken wir uns auch nochmal an, was Wargaming bzw. World of Warships dazu sagt. Ihr seht hier der Tech Tree. Und zwar in Dienst gestellt 1954, Schiffe in einer Serie 14 Stück. Einer der fortschrittlichsten leichten Artilleriekreuzer der Marine der UdSSR. Das Schiff war in Sachen Geschwindigkeit und Panzerung so gut wie die meisten ausländischen Gegenstücke. Der Hauptvorteil des Kreuzers gegenüber anderen Schiffen dieses Typs war seine Hauptbatterie, die dank der gut konstruierten Turmaufnahme eine hohe Feuerreichweite hatte. Ja, die schauen wir uns doch mal an, würde ich sagen. Also wir sehen, wir haben vorne zwei Türme, A3 Kanonen, also in Summe 6 Schuss, die Hauptbatterie dann da loslegen kann. Und hinten auch nochmal zwei Türme A3 Kanonen. Das sind 152 mm Geschütze. Dann gibt es noch 6x2 100 mm Geschütze. Diese hier. Überall positioniert natürlich. An den Seiten ganz klar. Die Trefferpunkte sind eben 44.700. Bitte denkt daran, dass diese Werte noch Supertestwerte sind. Also das kann sich alles noch verändern. Torpedos 2x5 Stück, also mittig platziert und dann 5 an der Zahl. Die Reichweite der Torpedos sind 8 Kilometer. Die Flugabwehr, Flakbewaffnung 37 mm. Die auf 3,5 Kilometer schießen bei 144 mittleren Schaden pro Sekunde. 16x2 Stück. Also diese Batterien gibt es 16x und dann gibt es noch 6x200 mm, die 27 Schaden pro Sekunde machen und auf 5 Kilometer dann gehen. Das sind dann hier die Sekundärbewaffnung so gesehen gleich mit. Sieht man jetzt auch die gleiche Bezeichnung. Was man aber immer dazu sagen muss, dass World of Warships so ausgelegt ist, dass wenn ihr die Sekundärbewaffnung auf einen Gegner schießt, also ein anderes Schiff, dass diese Sekundärbewaffnung aber trotzdem noch weiterhin auf gegnerische Flugzeuge gehen kann. Also nicht, dass ihr euch da denkt, hoppala, da passt das Spiel ja nicht auf. So, wir haben vorher gesehen, in der realen Welt war die Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, bei World of Warships ist wohl angedacht, dass die Höchstgeschwindigkeit etwas reduziert ist, und zwar 33 Knoten. Der Wendekreisradius sind 760 Meter und die Ruderstellzeit 6,5 Sekunden. Verborgenheit. Aus der Luft sind es
9,3 und Oberflächensichtbarkeitsreichweite 14,5 Kilometer. Und wir haben eben die Hauptbatterie, die 152 mm, 6,7 Schuss in der Minute. Die Dauer der 180-Grad-Kehre sind 33,3 Sekunden. HE-Granaten machen 2200 Schaden und die AP-Granaten machen 3300. Den Rumpf haben wir schon gesehen mit 40.700. Die Panzerung eben 15 bis 100 mm. Torpedos machen 14.400 Schaden und schießen in der Minute 0,5 Mal. Das heißt, Nachladezeit kann man ganz einfach ausrechnen, sind dann 2 Minuten. 60 Knoten ist die Torpedogeschwindigkeit. Wir haben eine Feuerreichweite von 14,9 Kilometer und der Motor hat eben 121.000 PS. Ja, das war ein kleines Preview von der Michael Kutusow. Spielen kann ich sie leider noch nicht für euch, weil ich habe sie selber nicht, aber sobald ich das nachreichen kann, mache ich das sehr gerne und ich freue mich drauf. Würde mich freuen, wenn ihr doch einen kleinen Daumen da lässt. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Alcaramba.